Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur Heute-Show. Danke sehr. Das ist sehr nett. Vielen Dank. Die Heute-Show, meine Damen und Herren. Die neueste Ausgabe der Heute-Show. Und Sie wissen, nichts liegt mir persönlich ferner als Schadenfreude. Aber als ich gehört habe, dass die Amis das Handy von Angela Merkel abhören, da hab ich mich doch spontan eingenässt, meine Damen und Herren. Es ist einfach zu schön. Und wahnsinnig viele Ausschnitte der letzten Wochen werden jetzt im Nachhinein auf einmal total lustig. Zum Beispiel, wenn Sie genau hinhören, hier Merkel auf der CeBIT. Die mobilen Smartphones sind von äußerster Wichtigkeit, denn sie sind sozusagen die Plattform, auf der dann alles miteinander geteilt werden kann. Ja, wo sie recht hat. Wo sie recht hat. Ja. Natürlich. Dafür sind die erfunden worden. Ja. Es ist eine relativ einseitige Form von Teilen, aber die Frau teilt halt gerne. Und sie war ja, ich weiß nicht, ob Ihnen das klar ist, die Frau war ja immer schon sehr technikaffin. Die Merkel hatte, und das ist kein Witz, tatsächlich schon in der DDR ein Handy. Ja, ja. Das hieß in der DDR natürlich nicht Handy, sondern Mandy, meine Damen und Herren. Und die Antenne war so eine kleine Spreewaldgurke. Ist auch egal. So, jetzt ist die Kanzlerin natürlich stinksauer. Hat Obama angerufen, um sich offiziell zu beschweren. Blöderweise wieder auf ihrem Handy. Und gestern beim EU-Gipfel in Brüssel, da ist sie ja zumindest für ihre Verhältnisse ausgerastet vor Wut. Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Doch, das geht super. Das geht total einfach. Das geht richtig gut. So. Und jetzt will ich Ihnen mal ein Geheimnis verraten. In Wirklichkeit stört Angela Merkel das gar nicht, was da passiert ist. Das ist alles Theaterdonner, nur fürs deutsche Publikum. Wer glaubt denn bitte, dass ich die Merkel jetzt ernsthaft mit den Amerikanern anlegen würde? Die lässt sich von denen alles gefallen. Hier, die lässt sich von denen regelmäßig Schmuck schenken, zum Beispiel. Ich sage, die lässt sich von denen sogar begrabbeln, meine Damen und Herren. Ja, so weit ist es doch schon. Wir sind die Bitch der USA, meine Damen und Herren. Ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber menschlich ist Deutschland, ist das politische Deutschland natürlich jetzt gerade enttäuscht. Ich meine, wir haben doch neulich erst die Amis gefragt, diesen Sommer, sag mal, kann das sein, dass sie uns irgendwie ausspäht oder so? Im Zuge der Klärung dieser Frage hatten uns die Verantwortlichen der NSA unter anderem unmissverständlich, mündlich wie schriftlich, versichert, dass die NSA nichts unternimmt, um deutsche Interessen zu schädigen. Jetzt hat sich leider rausgestellt, die haben uns mündlich wie schriftlich unmissverständlich belogen, die Schweine, meine Damen und Herren. Ja. Ronald, die Affäre ist vom Tisch, Pofalla. Ja. Ja. Ich dachte, gleich weint er noch und sagt, kann man denn nicht mal mehr Geheimdienstleuten vertrauen? Die Kanzlerin hat den NSA-Skandal monatelang kleingeredet im Wahlkampf. Ja, natürlich. Ne? Dass Millionen normale Deutsche ausgespäht werden, das geht ihr komplett am Arsch vorbei. Aber jetzt, wo sie betroffen ist, ne? Westerwelle hat gestern den amerikanischen Botschafter einbestellt. Sigmar Gabriel hat sich vor Wut 2 Pizza Calzone einbestellt. Ein Riesenwirbel. Riesenwirbel. Und dabei hätte man, wenn man mal alle Heuchelei beiseite lässt, das Ganze doch ahnen müssen. Ich rechne seit Jahren damit, dass mein Handy abgehört wird. Allerdings habe ich nicht mit den Amerikanern gerechnet. Was? Was hat er denn gedacht, wer ihn abhört? Die Holländer? Die Comanchen? Die Orks? Junge, 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 Junge. Ja. In der EU blockiert übrigens Deutschland schärfere Datenschutzrichtlinien. Aber gut, meine Fresse, sind diese neuen Enthüllungen peinlich für die Amerikaner. Obwohl, wenn man so drüber nachdenkt, richtig beschämt wirken sie jetzt auch nicht gerade. Anhörung im amerikanischen Kongress. Dort nimmt man die Kritik aus Europa ganz lässig zur Kenntnis. Was die Europäer betrifft, natürlich werden sie sich beschweren. Sie beschweren sich immer. Ja. Ja, wenn du sie abhörst, sind sie sauer. Wenn du Kriege anfängst, sind sie sauer. Wenn du Leute folterst, sind sie sauer. Du kannst es ihnen nicht recht machen, den alten Nörgelköpfen.
Wir schalten mal live zu unseren neuen Feinden nach Washington, zu Ulrich von Hesen. Ulrich, sind wir denn schon im Krieg? Ja, genau. Die ersten US-Flugzeugträger kreuzen schon vor Wangerooge. Meine Fresse. Können wir alle mal wieder vom Baum kommen? Es sind doch nur die Amerikaner. Paranoid, rücksichtslos, döppen gerne mal Leute unter Wasser. Aber irgendwie muss man sie doch trotzdem lieb haben, oder? Irgendwie knuddelig. Nee, finde ich eigentlich nicht mehr. Die haben unsere Kanzlerin abgehört. Moment. Obamas Sprecher hat sich da ganz klar geäußert. Der Präsident hat der Kanzlerin gesagt, ihre Kommunikation wird nicht überwacht und wird nicht überwacht werden. Ja, ich bin kein Grammatikfuchs. Aber er hat nicht gesagt, dass sie sie in der Vergangenheit nicht abgehört haben. Weil er clever ist. Wie oft sage ich zu meiner Frau, Schatz, ich werde dich nicht betrügen. Und jetzt betrüge ich dich jetzt gerade auch nicht. Klappt jedes Mal. Frauen, so doof. Ja, das ist in jeder Hinsicht eine Unverschämtheit, Ulrich. Denn jetzt kriegen die Amis schon im Vorfeld mit, welche Entscheidungen die Merkel trifft. Ja, zum Glück trifft sie ja nie Entscheidungen. Außerdem, wenn die Amis abhören, dann nur wegen Terrorgefahr. Hallo? Ja. Von Merkel geht hier alles Mögliche aus. Quälende Langeweile, schlechte Laune, Stillstand, aber doch keine Terrorgefahr. Na, Vorsicht. Sie ist einem kommunistischen Land aufgewachsen. Ihr Vater war Prediger einer radikalen Spinnersekte. Nennt sich, Evangelische Kirche. Und sie macht regelmäßig Kartoffelsuppe. Kartoffelsuppe. Für die Verdauung purer Sprengstoff. Sie nehmen das Thema offensichtlich nicht ernst. Doch, nehme ich. Hier, mein Protest gegen die NSA. Ich benutze mein Handy nicht mehr zum Telefonieren, nicht mehr zum Simsen und nicht mehr zum Mailen. Aha, wofür denn dann? Ich mache nur noch Fotos von meinem Penis. Den ganzen Tag. In HD. Und dann stelle ich mir vor, wie die NSA-Idioten grün werden von Neid. Ja. Das ist aber langfristig auch keine Lösung. Ich weiß, bei Ihnen ist das eher kurzfristig. Den muss er machen. Ulrich von Hesen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Unser Mann in Washington. Ulrich von Hesen. Gut. Also, endgültig geklärt ist es noch nicht, aber es sieht wohl so aus, dass Merkel zu faul war, ihr kompliziertes Verschlüsselungshandy zu benutzen. Die hat regelmäßig auf so einem alten Schrotthandy telefoniert, weil sie da Angry Birds drauf hatte, meine Damen und Herren. Aber wie schütze ich mich eigentlich als normaler Verbraucher vor den Vereinigten Staaten? Ich leite die Frage einfach mal weiter an unseren neuen Heute-Show-IT-Experten, an Timo Wopp. Ja, Oliver, die Kommunikationsbranche hat natürlich längst reagiert. Apple zum Beispiel bringt zu Weihnachten das heiß ersehnte iPhone 6 raus. Hallo? Ja, muss man sagen. Super cooles Retro-Metallgehäuse, Speicherkapazität, ich würde mal sagen, locker ein halber Liter, absolut abhörsicher, Reichweite bis zu 20 Metern. Gibt's übrigens auch in der super flachen Version, ja, als iPhone Air. Alternativ dazu hätte ich noch im Angebot dieses neue Voicemail-Gerät von Samsung. Hallo Tante Uschi, wir kommen heute um 3 zum Kaffee. Ich nehme Bienenstich. Oder aber, wobei das ist jetzt absolut Science-Fiction, was ich hier präsentiere, komplett im Entwicklungsstadium. Nokia, wer wenn nicht Nokia, arbeitet angeblich an einem Verfahren. Hui, wie soll ich das jetzt erklären? Wo man zu dem Menschen, mit dem man kommunizieren will, persönlich hingeht und dem dann was sagt. Hingehen.
Wie gesagt, ich kenne mich mit Technik aus, wie jetzt hingehen. Ja, wie gesagt, das ist noch Zukunftsmusik für den Moment, empfehle ich unseren Zuschauern. Wenn Sie die NSA verwirren wollen, benutzen Sie möglichst 3 Handys gleichzeitig. Ja? Heißt, amerikanisches Roulette spielen, die im Kanzleramt schon seit ein paar Tagen, sieht ungefähr so aus. Ja, nein. Hofalla. Leute, hört auf zu klatschen. Hofalla hier, die Handynummer von Frau Merkel ist heute die 0172-666-666. Soweit klar, Herr Welke? Verstanden? Bitte? Ich habe gerade nicht hingeguckt. War bestimmt super. Timo Wopp, meine Damen und Herren. Vielen Dank.